Ich habe gerade den letzten Blog aus Italien gefunden. Das war tatsächlich auch unser Abreisetag. Diana und ich sind nämlich wieder zurück nach Deutschland geflogen und Friederike hat dann weiter in Italien gechillt. Genau, und hier sieht man nochmal mein Outfit. Friederike hat uns rausgebracht und sie war so traurig. Ich fand das richtig süß. Dabei sehen wir sie in 2 Tagen wieder, ne? Weil die kommt jetzt hier zurück nach Deutschland. Ich finde meine Nägel immer noch so ekelhaft, weil sie gelb geworden sind. Wir waren dann zum allerletzten Mal essen mit Friederikes Eltern zusammen und diesen Strand. Ich werde den so vermissen, weil er so beautiful aussieht. Und können wir mal bitte jemand erklären, warum so wenig von meiner Pasta kam? Ich hatte immer noch Hunger danach, okay? Dann gab es irgendwann der Abschied. Diana hat das irgendwie nicht so ganz geschafft. Ganz ehrlich, Leute, wir sehen sie in 2 Tagen wieder, okay? Das ist voll verkraftbar. Das ist wie ein Wochenende. Diana und Friederike mussten aber nochmal so eine dramatische Szene machen. Die verhalten sich auch einfach so, als würden sie sich jetzt jahrelang nicht sehen. Nochmal, Leute, sie sehen sich in 2 Tagen wieder. Okay, 2! Mit dem Taxi sind wir dann zum Flughafen gefahren und ey, wir wollten wirklich nicht wissen, wie viel Geld wir da gelassen haben für dieses dumme Taxi, weil wir einfach mit der Bahn in Italien nicht zurechtgekommen sind. Auf jeden Fall war dann Victoria's Secret, da sind wir aber nicht reingegangen. Und dann mussten wir nochmal unsere ganzen Getränke wegixen, bevor wir halt durch die Gepäckkontrolle gegangen sind, weil man darf ja nicht so viel Flüssigkeit mitnehmen. Und sonst nehme ich euch die ganze